Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin nicht weg oder sonst was, also ihr braucht nicht zu denken, dass ich aus eurem Fokus verschwinde, aber ich mache im Moment sehr, sehr wenig. Es ist meiner, so ein bisschen natürlich, meiner Arbeit geschuldet und aber auch, ich muss ganz klar sagen, dem Wetter, denn ich bin äußerst selten hier oben, weil es hier einfach viel, viel zu warm ist und deswegen habe ich so ein bisschen auf Discord mit euch Kommunikation gehalten, aber es ist mir natürlich nicht entgangen, dass wir ein bevorstehendes Update haben und ich habe die ganzen Sachen auch so ein bisschen mitverfolgt. Ich habe vor allen Dingen, deswegen steht es auch so im Thumbnail und im Titel, ich habe vor allen Dingen aus der Legende rausgedroppt. Das war gar nicht mal so, ich will mal sagen, so schwer oder so einfach. Also nicht mehr angreifen, irgend so eine Spaß- oder Trollbase reinballern, keine Clanburg-Truppen und dann kassierst du hier ganz gut. Und ich habe jetzt 2 Tage oder so, 2,5 oder seit Freitag habe ich hier gedroppt und war gestern Abend noch bei 4852 oder 51. Und dort war ich immer noch in Legende. Ich bin auch immer noch in Legende. Ich weiß gar nicht, ich will jetzt gar nicht angreifen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr so von Hand droppen. Und habe jetzt aber auch schon mal wieder eine normale Base. Denn natürlich ist es mir nicht entgangen, dass es etwas Neues geben wird. Also die Sneak Peeks fingen ja schon ein paar Tage vorher an mit dem neuen oder das Juni-Update steht vor der Tür. Neue magische Gegenstände etc. Ich kann es euch nicht mehr so einen Tag vorher zeigen oder so, weil ich nicht mehr am Supercell-Programm teilnehme und deswegen kriege ich jetzt keine Vorab-Infos und bin jetzt eigentlich auf dem gleichen Stand wie ihr. Was ich allerdings jetzt nicht so schlecht finde, weil ich habe mich eigentlich immer gerne bei Clash of Clans überraschen lassen, was da kommt und habe eigentlich die Sneaks für mich selber nie so wirklich gemocht. Aber was ich natürlich mag, sind die neuen Truppenlevel, also es wird ja reichlich Truppenlevel geben, ich glaube außer dem Ballon, der wird so bleiben, aber es gibt neue Tränke, Begleitertränke, also es gibt hier viele Sachen, die sind auch überfällig, gerade der Begleitertrank, alles kannst du boosten, nur die Pets nicht, wenn sie leveln, das hat ein Ende, Leute, und es gibt ein Bauarbeitersterne-Glas, damit kannst du den Bauarbeitersterne-Bonus einmal quasi die Abklingzeit überspringen und kannst also hier in der Bauarbeiterbasis noch ein bisschen mehr und engagierter pushen. Das trifft jetzt auf mich nicht mehr zu. Ihr habt mich am Freitag auch darauf angesprochen. Tatsächlich ist mein Hype da schon ziemlich weit weg. Okay, aber es gibt neue Gebäudelevel. Zu den Gebäuden zählen auch endlich die restlichen 120 Mauernsegmente. Die dunkle Kaserne ist ab 10 verfügbar. Ihr wisst schon genau, warum. Ab Rathaus Level 13 finde ich übrigens sehr, sehr cool. Natürlich werden jetzt viele wieder sagen, wieder nichts für die kleinen Rathausstufen. Aber die kleinen Rathausstufen, ich denke da gerade mal so an 12, 11 und 10, nämlich die Belagerungsmaschinen benutzen können, für die wird das sicherlich interessant und natürlich auch die neue Supertruppe wird sehr interessant. Allerdings kann man die, man kann sie ja verspenden. Man kann sie auch verspenden und da bin ich auch wirklich mal gespannt drauf, ob und wie das irgendwie klappt. Es gibt die Adlerartillerie auf 16, Tesla, Streukatapult, Bauhütte. Es gibt neue Fallenlevel, also ich nenne es mal so das Übliche. Und neue Truppenlevel, richtig, richtig viel. Endlich, Frau Pekka geht einen hoch. Aber was hier so ein bisschen fehlt, ist für unsere Lalo-Spieler der Ballon, der bleibt so. Und auch der Hund, also der Lava-Hund bleibt erstmal so. Das heißt also, was ich hier jetzt so ein bisschen so sehe, außer den Drachen und den Superdrachen und Drachen-Baby-Level natürlich auch, ist so ein bisschen, dass die Bodeneinheiten erstmal so ein bisschen gebufft wurden und genervt wurde ja letztendlich nichts. Wenn ihr das etwas genauer wissen wollt, müsst ihr in den Clash of Clans Blog reinschauen. Dort gibt es dann die Tabelleneinträge mit den neuen verringerten Kosten auf den kleineren Rathausstufen und so weiter. Wir können 2 Belagerungsmaschinen erstmal leveln, den Mauervernichter und den Felsenwerfer. Ich finde es auch ganz gut, dass erstmal nicht alle sind. Und wir können 2 Begleiter noch weiter leveln, Lassie und Mächtiges Jack. Das sind jetzt nicht so meine bevorzugten Begleiter, aber hier steht Rathaus 11 bis 15. Okay, gibt es jetzt Begleiter demnächst auch schon auf Rathaus 11? Nee, ne? Dann müsste es das ja auf 12 auch geben. Ich weiß nicht, warum da RH 11 bis 15 steht, aber okay. Neue Heldenlevel auf Rathaus 15.
gibt es jetzt 5 neue Heldenlevel auf, aber auch nur auf Rathaus 15, nicht auf 14, dann auch nochmal 5 hoch, so wie ich das hier lese. Auf alle, es gibt Zeiten- und Kostenreduzierung und das war es eigentlich im Wesentlichen. Aber wie gesagt, in der Tabelle im Clash of Clans Blog werdet ihr dort viel, viel mehr sehen. Das wisst ihr selber. Es gibt natürlich eine neue Supertruppe. Ich bin die Tage angeraunt worden. Toto, warum herzt du das nicht? Ja, natürlich herze ich das jetzt mal alles. Und es ist Zeit, den Speck nach Hause zu bringen. Den Spruch fand ich schon wieder sehr, sehr spooky und nett. Aber die neue Supertruppe Superschweinereiter ist sehr, sehr cool. Bevorzugtes Ziel natürlich nach wie vor Verteidigung. Und das Ganze auch verfügbar ab Rathauslevel 13. Denn ab dem Zeitpunkt gibt es ja die die Kaserne auf Level 10. Und dementsprechend sind sie dann ab Rathaus Level 13 benutzbar und natürlich kleiner, wenn sie verspendet werden. Allerdings mit 20 Platz ist da auch nicht so viel, 12 Wohnraum, entschuldigt bitte, ist da auch nicht so viel Luft. Das heißt also, in so eine 30er Clanburg geht dann auch nur, oder selbst in eine 35er Clanburg gehen nur 2 Superschweinereiter rein und dann vielleicht noch ein anderes Schweinchen mit dazu. Die teilen sich dann, so wie ich das gesehen habe. Das heißt also, wenn sie denn kaputt gehen, teilen sich beide und machen nach wie vor massiv Schaden. Also ich habe das auch in den Videos gesehen, ihr sicherlich auch bei eurem Lieblings-Content-Creator. Und da bin ich wirklich, wirklich mal gespannt, wie sich die neue Supertruppe hier in das Spiel mit rein integriert. Bisher hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert, fand ich zumindest. Und freue mich auf jeden Fall, dass es auch eine neue Supertruppe gibt. Aber es gibt nicht nur eine neue Supertruppe, sondern es gibt auch eine neue Truppe. Nämlich den kleinen Wächterlehrling hier. Den kleinen Wächterlehrling. Warum erinnert mich der kleine Wächterlehrling so ein bisschen an den jetzigen Wächter? Komme ich gleich zu. Denn der hat auch so eine Flitsche hier, so nannte man das früher. Und der hat auch eine ganz kleine Aura um seine Ziele. Natürlich nicht so viel wie sein großer Bruder oder wie sein großer Herr und Meister. Und die stacken auch nicht. Das heißt also, wenn ihr die Truppe losschickt und euren Warden dahinter, dann habt ihr nicht doppelte Aura, die die Trefferpunkte erhöht, sondern ich nenne es immer so, Kreuzbube sticht Pikbube. Das heißt also, der Wächter, den seine Aura geht vor, der Aura des Lehrlings hier. Wohnraum auch 20, Geschwindigkeit ist 20, ist in Ordnung. Und die Aura sind 7 Felder. Ich bin mal gespannt, wie man den einsetzen kann mit gewissen Truppen dahinter in der Aura, dass sich das auch wirklich lohnt. Und auch der ist ab Rathaus Level 13 verfügbar. Kann man 2 Level hoch machen. Auf 14 geht er auf 3 und auf Rathaus 15 geht er auf Level 4. Kostet ja dunkles. Das Dunkle kann man sicherlich auch noch für andere Sachen benutzen, aber ich glaube, in den Patch-Notes stand auch irgendwo drin, dass man demnächst mit seinen hart verdienten Medaillen endlich Szenerien und Skins kaufen kann. Ich glaube, so war das. Natürlich wird jeder die Medaillen hier für Szenerien oder Skins ausgeben. Keine Frage, ich eher nicht. Aber ich meine, es gibt natürlich Leute, die haben dauerhaft 2.500, weil sie sich schon alles gegönnt haben hier. Aber das hat jetzt ein Ende. Und ihr seht das hier, warum die Ähnlichkeiten mit dem kleinen Wächter eigentlich da ist. Der jetzige Kobold-Wächter hat nämlich auch eine Flitsche. Eine etwas größere Flitsche, okay. Hat dann ein Bömmchen drin. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen, dass ich ein bisschen mit am Start bin. Ich habe auch ein bisschen eingekauft. Also das ein oder andere kleine Paketchen habe ich mir auch gegönnt. Und ich musste eigentlich noch was nachtragen in der Liga. Alle Clans, die wir haben, haben die Liga gehalten. Das kann ich euch sagen. Ich war noch hochzufrieden am Ende der Clankriegsliga-Woche und bedanke mich nochmal bei allen beteiligten Personen, die hier wieder mitgefiebert und mitgekämpft haben. War eine coole Sache. 4x15, also in 4 Clans eine 15er CCWL gespielt und in allen Clans gehalten. Hierbei beim Clan Herausforderer sogar mal wieder guter Zweiter geworden. Und ja, ihr seht, ich habe die Lager im Moment voll. Ich warte eigentlich nur drauf, dass es jetzt irgendwann losgeht. Ich wollte auch nicht mehr ganz so großartig angreifen, auch wenn es mir im Pass so ein bisschen wehtat, dass ich jetzt 40 Punkte nicht mehr gemacht habe durch den normalen Angriff. Aber gerade am Freitag, wo ja die ersten Sneakies liefen, wollte ich eigentlich hier pushen wie ein Weltmeister in Legende und habe mir gedacht, ja, nee, machst du doch nicht, weil da lief ja noch der ein Gem-Boost auf die Kasernen, auf
auf Helden etc. Und habe das dann aber ganz schnell aufgegeben, habe nichts mehr gemacht, habe nur noch ein bisschen Bauarbeiterbasis gemacht und das war's. Wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, auf was da kommt, aber ich habe auf jeden Fall aus der Legende erstmal rausgedroppt. Ich denke, ihr macht das auch, weil es gibt natürlich den Schleichkobold auf einen neuen Level, also den Kobold auf einen neuen Level, so auch den Schleichkobold, und den will ich natürlich massiv nutzen. Das wird auch meine erste Truppe sein, die ich level, und dann wollen wir hier richtig Gas geben. Ich denke mal, ich droppe jetzt noch so 2-3 Ligen, damit wir viele, viele Minen und Sammler vor uns haben, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nach dem Update wieder. Und ich bin mal gespannt, was oder wie das Ganze vonstatten geht, beziehungsweise wie das Ganze ausgeht. Letztendlich will man natürlich die Verteidigung hoch haben, gerade Adler und Scattershot sind sicherlich sehr interessant, aber auch bei den Truppen, die man leveln kann, okay, da könnte jetzt sagen, Toto, nimm lieber eine CK-Truppe, die du levelst. Ja, würde ich auch nehmen, aber ich erwarte jetzt nicht, dass in den nächsten 2-3 Wochen so ultra viele Spieler schon wieder Ultramax sind, sodass es sich nicht mehr lohnt oder effektiv ist, mit den jetzigen Truppenleveln anzugreifen. Erst recht nicht, vor allen Dingen, wenn es um den Lalo geht. Der Lalo bleibt ja erstmal so. Das heißt also, man könnte jetzt schon sagen, ja, ein bisschen ist der genervt worden. Aber die guten Spieler werden ihn sicherlich weiterhin einsetzen. Aber wie gesagt, die Defensive geht ein bisschen hoch und da bin ich auch wirklich drauf gespannt. Ich wollte euch nur sagen, dass ich nach wie vor mit am Ball bin. Halt nur ein bisschen weniger. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in den Livestreams. Dann muss ich hier oben ein paar Stunden verbringen, aber dann mache ich mir die Bude hier auch richtig, richtig kühl bei dem etwas wärmeren Wetter jetzt. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wünsche euch auf jeden Fall einen coolen Update-Start, je nachdem, wann es denn kommt. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank, euer Toto, Clashed.